Urquonak ist kein würdiger Nachfolger des Helden, der Murudal besiegte, oder? Nein, das ist er nicht. Aber er bringt Stabilität. Einen Krieg gewinnt er nicht, nicht gegen Murudal. Dann verschwenden wir unsere Zeit, wenn wir versuchen, ihn zu überzeugen. Nein. Dann. Denn er ist der Wur. Er ist der Hohepriester der Galxul. Und solange ihr die Götter nicht verdreht, wird er der Wur bleiben. Kann er abgesetzt werden durch einen Richtspruch des Rates oder ein Duell? Kann er von Galaxul abgesetzt werden? Von Galxul kann er abgesetzt werden. Seine Macht ist schwach. Die anderen wissen das. Er versucht stets auszubauen. Deswegen klammert er sich an die Entscheidung des Rates, aber er entscheidet zuletzt. Wurde er durch seinen Leich ausgewählt oder durch ein Urteil des Rates? Nach dem Krieg der Stürme hat Wur Fragur geherrscht. Als er starb, haben die drei Brüder nun zusammengearbeitet. Die Leichtbrüder Quornak, Ul'jugor und Yugg. Sie haben um den Krakenthron gerungen. Ul'jugor musste sich geschlagen geben und er floh nach Yugg'Skul. Ohne die Hilfe von seinem anderen Bruder hätte Quornak es nicht geschafft. Aber mittlerweile neidet auch Gul'jok-Yugg ihm diesen Thron. Und mit dem Auftauchen ihres dritten Bruders wackelt er an dem Thron. Quornak will das nicht wahrhaben. Was würde als ein Zeichen der Galxul gelten? Müsste sie persönlich hierher kommen oder einen Stellvertreter schicken? Sie persönlich. Sie liegt unter Fuchsjugot gesperrt. Euer Gott Fuchs schleuderte den Stern und seitdem kann sie selbst nicht auftauchen. Wohl aber ihre Diener. Da haben wir wohl unsere Antwort. Ja, damit habt ihr die Informationen, die ihr von Bosruk haben konntet, wolltet. Und nachdem ihr euch etwas länger anschweigt, könnt ihr dann auch mit einem Nicken euch verabschieden. Noch einen letzten Blick auf den gewaltigen Hai vor euch werfen, der dort angekettet liegt und tobt. Seit Äonen vielleicht. Oh, ich schweige nicht. Ich rede die ganze Zeit mit mir selbst, aber. Nach draußen schwimmen. Kann ich Götter Kulte würfeln, ob ich weiß, zu wem dieser Hai bei uns gehören würde? Also hätte der überhaupt, also gehört dieser Tiergott überhaupt zu einem unserer Götter oder ist der Kannst eher. Du gerne mal würfeln? Die Könige sind nicht, die sind für gewöhnlich eigentlich nicht einfach zugeordnet. Dass Kor irgendwie einen Rochen hat, ist special. Ach so, okay. Weil es ja auch kein, es ist ja kein Tierkönig. Es ist ja ein Avatar. Aber Haie sind auf jeden Fall nicht effortgefällig. Das stimmt. Also Götterkulte, 12 Sternchen übrig. Haie sind doch nicht effortgefällig. Sondern Meerestiere. Genau, Genauso wenn ich jetzt sage, dass. Scholairak ist halt kein richtiger Gott, auch so wie das Ding hier vor dir liegt. Das wird vielleicht als Gott verehrt und das hat auch vielleicht den Namen. Also das Tier ist das jetzt. Also es ist eine Tierwesenheit, eine Tierkönigin. Und damit sind sie eher feenartig. Also Okay, das aber die ist. Unterwerfung von einer solchen halte ich grundsätzlich aber schon für abstoßenshaft, oder nicht? Eigentlich ja. Also das gibt's auch an Land gibt es das immer mal wieder, dass Tierkönige gesucht und gefangen werden. Die meisten töten die nicht. Vor allem, die sind auch sehr mächtig. Das Töten wird wohl meistens nicht passieren. Aber wenn du die fängst, kannst du mal denen richtig viel Blödsinn anstellen.
Die Könige werden nicht wiedergeboren. Wenn die sterben, stirbt doch die Art aus. Ah, okay, super, danke. Wait, heißt es, es gibt keine Basilisken mehr? Hm. Es ist umstritten, ob der Basiliskenkönig wirklich ein Tierkönig war, weil Basilisken technisch gesehen keine Tiere sind. So, du meinst, weil Pardona das Ding einfach gemacht hat. Also genau. Ist ja gut, also das hatte ich jetzt tatsächlich nicht gewusst. Aber die meisten fangen die, also der Igelkönig zum Beispiel, der soll wohl auch irgendwo gefangen genommen sein. So sagt man. Ja, Kosch wahrscheinlich. Okay, der Igelkönig ist mir persönlich nicht ganz so wichtig wie der Haikönig. Das ist momentan. Warte, das ist nur der Irrfernseilkönig. Es gibt noch andere Haie. Ja, das stimmt. Ah, okay. Für jede Art gibt es einen Tierkönig. Und also wenn du den befreien würdest, dann weißt du auch von den Haireitern, dann sind die Haireiter auch nicht mehr funktional. Na, weil dann die Haie wieder wild werden. Wer ja keine Freunde will. Ich wollte es nur sagen, also Padikan hat mehr Haireiter als ihr. So, wenn wir jetzt ganz zufällig den Haikönig abmurksen. Das habe ich halt auch gerade gedacht. Ach so, abmurksen. Ihr wollt ihn umbringen. Weil entweder das oder wir befreien ihn und hoffen, dass er Kontrolle über Haie hat. Look, du sagst, Padikan hat mehr Haireiter als wir. Ja. Wenn es also keine Haie mehr gibt. Ihr wollt schon Hayrak töten. Worauf sollen die Hayrak reiten? Okay, tut das. Und ich bräuchte schon irgendwie ein passendes Tonario, um Charybdis zu beschwören. Nein, wir werden den Haikönig nicht töten. Denn die Tierkönige waren die ersten erschaffenen Wesen überhaupt. Boltax ist, ja, die ersten auf Dere geschaffenen Wesen überhaupt. Okay, auf was muss ich denn würfeln, ob ich überhaupt eine Chance sehe, das Vieh da rauszubekommen? Ist der festgemacht? Also, das sind Ketten in seinem Fleisch? Genau, Ketten aus Krakensilber. So, wenn wir die Ketten einfach durchschlagen würden, könnte er sich prinzipiell schon mal bewegen. Ja. Und dick vermutlich machen. Dann würde er erstmal alle Priester hier im Shodarak-Tempel umbringen und dann nach draußen schwimmen und die restlichen Krakonier umbringen. Boah, klingt wie ein Deal. Ich meine, Boltax, du hast einen Titanium-Dolch, oder? Ich hab einen Titanium-Dolch. Geh und gib ihm. Ja, könnte ich machen. Aber dann müssen wir ganz schnell weg. Wie groß ist dieses Vieh denn? Nur, dass ich mir das mal eben vorstellen kann. Ist das 20 Meter groß? 5 Meter groß? 30 Meter, 30 Meter lang. Größer als dein Rochen. Du siehst deinen Rochen, lang. Ja? Nee. Weil weiße Haie sind ja prinzipiell schon sehr groß. Dann muss der T-König auch sehr groß sein. Okay, aber meine Vermutung ist, da ich ja auch schon über Vaotor im Prinzip kaum Kontrolle habe und der ist ja mit meinem Gott über mich verbunden, wenn ich diesen Hai befreie, der wird hier halt abgehen wie Schmidts Katze, aber mit Kontrolle ist er nichts, ne? Nee. Also Vaotor ist halt eine kontrollierte Wut, das hier ist ein entfesselter Zorn und Vernichtung. Ja, vor allen Dingen, der ist da vielleicht auch seit 300 Jahren angekettet und rastet irgendwie erstmal komplett richtig aus. Leute, keine Sorge, ich habe Helbe das Tierrecht 10. Ja, das 10. Okay, pass auf. Das wird sicher rausreißen. Auf jeden Fall. Okay, also, ihr könnt auf alle Fälle erstmal rausschwimmen, wenn ihr mögt. Genau, ich habe jetzt mal mitgeschrieben. Wir können uns ja mal hier. Dann könnt ihr euch jetzt weiter Hai auf. Einen mitleidigen Blick zu. Mhm, ihr könnt euch weiter auf. Ich wollte gerade sagen, Krakonisch. Ihr könnt euch weiter auf. Ja, Zeichensprache und Risse unterhalten. Also, Rafim, tu einfach so, als würdest du normal mitreden. Wenn Capitania so geneigt sind, lässt sich sicherlich arrangieren, dass unsere Verbündeten aus der siebten Sphäre den Alxul-Priester für uns absägen. Das klingt tatsächlich wie nicht die schlechteste Idee. Ich glaube, ich selbst könnte mich vielleicht mit diesem Seeschlangenpriester unterhalten und ihm ausmalen, wie Palygan bzw. Morudal diese Kreaturen knechten. Wir sollten Hai befreien. Nicht Dicke. Richtig. Du hast recht, aber er würde sie alle umbringen. Ich nicke enthusiastisch. Ich deute auf mein Titanium-Dolch. Und gib dir einen Daumen nach oben. Es sind ziemlich dicke Ketten. Für deinen Dolch. Ah, das stimmt schon. Ich glaube nicht, dass wir dabei zusehen würden, dass wie du die Ketten zerstörst. Und ja, wenn du mir diesen Zauber, dass ich ungesehen bin, noch einmal gibst, dann
ich das schon hin. Magensilber als Unmetall ist magisch, right? Yep. Ja. Schwach magisch, ja. Und wer sagt dir, dass das erste Opfer dieses Tiergottes nicht du selber bist? Oh, ich versteinere mich selbstverständlich kurz, bevor er sich losreißen kann. Und wenn er sich dich einfach verschluckt? Naja. Er ist groß genug dafür. Für einen hohlen Zahn. Jonas in der Wahl, sagen die auch Jonas und Boltax. Wirklich nicht dumm. Wird sie hassen. Wird sie töten. Das stimmt, die Tierkönige sind sehr intelligente Wesen. Also, was wir zuerst tun? Wir müssen diesen Urmaschzul überzeugen. Welcher war das noch gleich? Der Gott, der Priester des Kuazin. Den ich immer noch nicht richtig zuordnen kann. Ein Bruder und trotzdem Widersacher der tiefen Tochter. Schau Franz zu Serpentillo. Ich glaubt ihr jetzt wirklich, dass ich für euch auf laufender Stelle die seltsam verworrene Götterwelt dieser primitiven Lebensform analysieren werde? Also, wenn ich das richtig verstanden habe, dann sind alle von Krakon geboren, der ja den Krakoniern dann das Leben schenkte. Und damit sind all ihre Götter Abstammende von Krakon. Also Quodazil ist der Bruder von Balana und auch von Galxul und Shamashtu und wie sie alle heißen. So habe ich das verstanden. Mit nachmesslicher Weise ist dies ausgemachter Unsinn. Ihr solltet also nicht zu viel Geisteskraft darauf verschwenden, den Versuch zu unternehmen, es zu verstehen. Ja, Sholairak ist ja auch gar keine Göttin. Das haben wir jetzt ja gerade gesehen. Aber das ist zumindest das, was diese Krakonier glauben. Und mir ist es egal, was die Krakonier glauben. Mir ist wichtig, dass sie gehorchen. Naja, und Krakon hat ja auch nicht die Ersäuferin geboren. Das ist ja nicht die Tochter von ihm, auch wenn sie die Tochter mal genannt wird. Nicht so weit wir wissen, nein. Das macht ja gar keinen Sinn. Also, wir erinnern sie alle an Krakon und fordern ihre Loyalität ein. Und wenn sie das nicht tun, dann überzeugen wir sie entweder mit Argumenten oder mit Gewalt. Wie hat denn Rafim das geschafft, dass die anderen jetzt Krakon wiedererkannt haben? Was? Ich denke, wenn ein riesiger Rochen ankäme und euch zu verschlingen drohte, würden die auch zweimal darüber nachdenken, ob ihr nicht vielleicht doch zu seiner wahren Ehrlichkeit konvertieren möchtet. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat Rafim sie überzeugt und nicht der Rochen. Der Rafim, der auf dem Rochen sitzt, ja. Vielleicht nein, ach, ich Speer. Ist euch wahrhaftig die Konstellation der vorhandenen Druckmittel hier? Das ist ein solch großes Rätsel. Aber das ist total süß, dass Rafim uns versteht. Also, du hast sie mit dem Speer überzeugt? Wie? Hast du sie gepiekst? Ich mach mal eine Stichbewegung. Hey, vorsichtig. Ja, siehst du, er ist total süß, wie er uns versteht. Auf die gute altmodische Weise hat er vermutlich einfach jede Art von Widerstand umgebracht. Die Frage ist, würde es genügen, jemanden mit dem Speer zu berühren? Oder muss er gegen sie kämpfen? Wo hat Rafim den Speer überhaupt her? Ich dachte, du hattest das andere, dieses große Schwert. Aus dem Meer. Können wir vielleicht von die Logistik vergangener Bekehrungen jetzt hinter uns lassen und uns um unseren Plan kümmern? Wie von Chor? Vielleicht sollten wir es ausprobieren. Wenn du einen anderen Krakonier mit diesem Speer stichst, ob er uns auch folgt. Wie wollt ihr jetzt wieder rausgehen und einen... Mir mit großen fragenden Augen an, ob das sein Plan ist. Ja. Wollt ihr jetzt herumgehen und einen zufällig herumstehenden Krakonier angreifen? Ich überlege kurz und würde dann auf den höchsten Tempel von... ich wollte gerade sagen, den Balana-Tempel. Da sind die Feiglinge drin. Das stört halt keinen, wenn die Balana jetzt abmurkst. Rafim, komm mit. Ich will dir mal was zeigen. Ich bin gespannt, wie er auf diese Laich-Mensch läuft. Das ist richtig super, wenn ich da jetzt reinmarschiere und der ganze Kinder umbringe. Das bringt die Schrinki auf unsere Seite. Aber du, ich folge dir natürlich. Ja, auch für euch zeigt sich dann das Bild, was wohl Boltax und Abel mir vertraut zu sein scheint, nachdem sie schon zweimal hier waren. Und ihr könnt die Menschen in ewiger Qual, ewiges Ersticken erkennen, wie sie dann hier eingearbeitet worden sind in die Wände und in denen verschiedenen
ausgebildeter Laich liegt und schwimmt und einige kleine Mini-Kaulquappen, die wohl in ihn schon geschlüpft sind, die sich dann an ihren Eingeweiden laben, wenn man dann durch die durchsichtige Haut blickt. Wie eklig ist das? Oh, pfui, pfui, pfui. Denke ich aber auch. Oh, das was sind denn das für klar. Menschen? Also sind das Menschen, also Tulamiden, ja, Seelimiten, alles Seefahrer, Seemänner, alles, die irgendwie von Schiffen geraubt worden sind, mit einem dämonischen Organ ausgestattet, damit sie hier nicht ertrinken, sondern ewiglich ertrinken, aber noch immer lebendig sind. Und die dienen als Wirtskörper. Und daneben kannst du dann neun Balana oder Pereine-Priester erkennen, die da hin und her schwimmen und sich um die Leiche kümmern. Okay, und die sehen die so aus, als wären die frisch oder als wären die schon ewig hier? Die Seemänner im verschiedenen Zustand. Also, sieht jetzt keiner so aus, als hätte er Kleidung an von vor 200 Jahren, sondern. Nee, eher, also der eine von 2 Wochen und der andere vielleicht seit 10 Jahren. Dieser Plan mit dem Hai. Wow. Dieser Plan mit dem Hai. Und das ist der gute Gott, ne? Also Pareine, ne? Das ist die Liebe. Und wie viele sind davon hier? Also wenn ich jetzt mal so mich umgucke. Von diesen 200 Menschen so ganz grob. 200 kannst du so erkennen. Sind das nur Menschen oder sind das auch andere Wesen? Also alles, was irgendwie zu sehen, also du kannst auch Risso erkennen oder Zeliten, die hier als Geburtskörper dienen. Aber es sind sehr viele Menschen dabei. Zwerge nicht, Elfen nicht, weil die einfach nicht so viel zur See fahren. Tulamiden, Mittelreicher, Festumiser. Also es ist im Prinzip halt einfach alles, an das die drankommen können. Es geht jetzt nicht darum schräg, dass es Menschen sind, sondern Menschen sind einfach gerade günstig. Maraskana, alles, was irgendwie vom Schiff geraubt wurde, ja. Ja, ich meine, die scheinen hier ewiglich zu leiden. Also die sehen es auch, als würden die leiden, oder nicht? Ja, also einmal ewiges Ertrinken, ohne dass du stirbst. Und dann wird zusätzlich noch Laich in dich reingelegt, der dann schlüpft und in deinen Eingeweiden frisst. Immerhin bist du zu dem Zeitpunkt schon ertrunken. Aber nicht tot. Scheinen die denn noch geistig anwesend zu sein? Oder nicht? Nee, also du kannst davon ausgehen, dass du spätestens nach einer Woche ewigem Ertrinken, dass du dann irgendwann wirklich abschaltest und dass dein Geist sich sonst wohin verabschiedet, aber verarbeiten können die das nicht mehr. Schmerzen spüren ja. Mit dem Hai? Genau, hat der Zulamin eben auch gesagt. Ich meine, ich bin moralisch unbedarft. Der sein Herz verloren hat und an die erste Regel denkt, alles was groß ist, wurde auf Leid errichtet. Die sind offensichtlich schwach, sonst hätten sie sich nicht gefangen nehmen lassen. Da kommt der Chorpriester durch. Würden die ein gutes Donarium abgeben oder mehr so mit? Ja, klar. Also wenn du jetzt hier Charakterort beschwören willst, sieh zu. Mann ja nur. Charakterort-Zauber sind hier unten sowieso erleichtert ohne Ende. Die sollen mal sehen, was ihr wieder Gott eingesperrt ist, wenn ich mit denen fertig bin. Okay, also ich glaube tatsächlich, dass Rafim jetzt nicht so wütend ist. Weil. Nee. Für Chor ist das in Ordnung. Die sind schwach, die haben sich unterwerfen lassen. Und alles, was groß ist, wurde auf Leid errichtet. Jetzt in dem Fall auf deren. Darum geht's mir auch nicht, aber ich wollte dir den Priester zeigen. An dem du das mal mit dem Schwert Der ist schwach. Der sieht, also die sehen alle ziemlich eingefallen aus und schwächlich und haben so einen Buckel und. Das ist schon ekelhaft, dass die dann hier die anderen Schwachen dann versklaven. Aber ich trete ja auch Söldner, die dann andere Leute drehen. Das ist so funktioniert die Tretpyramide. Ja, gut. Voltax will einfach nur, dass du Priester stichst. Ja, darüber können wir ja reden. Ja, ich. Genau das signalisiert. Wie schwach sehen denn diese Priester aus? Also, wenn man die jetzt mal so in ihrer kompletten. Sehen wirklich einfach, als wenn es halt reine Priester bloß. Also, Körperkraft ist maximal 11. Also, schwächer als reine Priester. Stehen da auch irgendwelche Wachen oder sehen die halt wirklich so aus, als würden die einfach regelmäßig aufs Maul kriegen und deswegen gehen die alle nicht raus und bleiben halt in ihrem Tempel und hoffen, dass die anderen nicht kommen? Nee, Wachen kannst du hier nicht sehen. So Bauern ab und zu, also auch ähnlich. Kränkliche Krakonier, die auch nicht zu Kriegern taugen, also auch eine Körperkraft von maximal 12 haben. Das sind dann die Bauern, die werden dann hier ab und zu mal irgendwelche Opfergaben beilegen. Ja, hier würde Boltax angucken. Sie schwach. Ich nicke. Nicht würdig. Weil schwach.
eine Krieger sind Bauern. Bauern schwach. Zeige nicht auf die Krieger, sondern auf die Priester. Schwach. Ich nicke. Nicht würdig, weil schwach. Priesterkaste über Kriegerkaste. Trotzdem schwach. Das hier regeln. Sie töten. Ich zuck mit den Schultern. Also ich stell mir vor, wie ich im Pirein-Tempel einfach auf irgendwie zugehe und den absteche. Pirein-Liturgien werden hier sogar erleichtert. Wenn ich da durchlaufe, die machen ganz eindeutig den Eindruck, dass sie vor mir abhauen, oder nicht? Also wenn ich jetzt vor denen her schwimme, da schwimmt mir keiner in den Weg, sondern die gehen mir schon mit Absicht aus dem Weg. Oder ja, die halten so 2-3 Meter Abstand. Du bist zwar eine Mürbhaut, aber du bist bewaffnet und ein Krieger und vom Rat geduldet. Dementsprechend, die wissen nicht, was du vorhast und die bleiben dann auf 3 Meter Abstand, wenn du irgendwie in deren Richtung schwimmst. Okay, dann werde ich die nicht angreifen. Also okay. Ich werde keinen Unschuldigen abschlachten, auch wenn das halt Krakonier sind. Ich werde halt einmal da durchschwimmen, es schwimmen ja alle aus dem Weg, ich sehe ein bisschen enttäuscht aus, komme dann zu Boltax zurück. Alle schwach. Aber zumindest in Zulamin und Serpentilius der Plan gereift, Scholairak zu befreien.